Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, wir werden heute in die Termitenzone gehen, nochmal ein bisschen Essen mitnehmen und dort erstmal ein paar Wolfis killen, weil ihr seht da oben, ich habe nochmal neue Missionen geholt. Da werden wir erstmal die Wolfspinnen killen. Passt mir eigentlich gar nicht, die holen wir uns auf dem Rückweg. Also, wir gehen in die obere Zone und hoffen, dass wir mal ein paar Minzklumpen finden. Dann brauchen wir Fusseln und wir brauchen Puppenleder, war das noch, ne? Ja, genau, für Schild. Dann holen wir uns die Wolfspinnen hier unten. Und dann, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, weil der Graben da oben, der kostet meistens sehr viel Zeit, geht es dann nochmal in den Sandkasten und da nochmal nach Minze suchen. So, dann hoffe ich, dass wir den Säbel hochleveln können und dann so langsam zur infizierten Brutmutter können. Ich hoffe ja, dass das funktioniert. So, gut, wenn wir schon mal hier sind, weil da können wir jetzt nochmal gucken, ob hier noch der ein oder andere Zahn im Graben ist. Aber ich glaube nicht mehr. Hier haben wir auch alles abgefarmt. Naja, gehen wir mal gucken. Und ich habe Heilung vergessen. Ich habe nur 7 Tränke dabei. Muss jetzt reichen. So, hier haben wir ein Pünktchen irgendwo. Das wollen wir nicht. Wir wollen, wenn dann, Zähne. Da achte ich nämlich auch schon die ganze Zeit drauf, ob irgendwo nochmal ein Zahn angezeigt wird. Aber das ist irgendwie Mangelware. Na, hier die Flitzekäfer, die hole ich eigentlich schon gar nicht mehr. Da unten liegt schon Minzbrocken. Wir gehen erstmal zum Handschuh. Weil die farm ich im Rohr. Das geht am einfachsten. Aber da hätte man schon Minzbrocken. Das ist gut. Geht mir nicht auf den Keks. So. Hier wird auch wieder ein Punkt angezeigt. So, das gibt genau 4 so Dinge. Da haben wir noch ein bisschen Müll oben rumliegen. Ja. Da hat was geglänzt. Ja. Ausbuddeln. Ah, Salz. Salz brauchen wir jetzt eigentlich keins, aber gut. Nehmen wir mit. Dann Puppenleder brauchen wir. Auch so dämlich. Ein Brocken, weißt du, da lagen 10 Brocken und eine ist aufhebbar. Hätten sie auch mal ein bisschen spendabler sein können, die Entwickler. So, hier wird auch kein Zahn mehr angezeigt. Nein. Also hier haben wir wohl alle. Echt jetzt? Wollt ihr mich... Diese Mistviecher, ich mag die überhaupt nicht. So. Puppenhaut. Haben wir 5 Stück. Müsste reichen. Gucken wir, dass wir noch an die Minze kommen. Die war... hier hinten. Ja, bei den Mistviechern. Da haben wir doch schon wieder fast alles bekommen, was wir haben wollen.
ist denn die eine noch? Ach, unter Wasser, deswegen habe ich sie nicht gesehen. So. Alles weg. Nehmen wir die Minze mit. Da. Da drin ist nichts mehr an Minze, ne? Ne, das haben wir schon alles. Dann sind wir hier auch durch. Ja, dann bleibt noch der Sandkasten. Zähne liegen hier auch keine mehr rum. Das hätten wir schon längst angezeigt bekommen. Die paar Marmorbrocken, die da noch lagen, brauchen wir eigentlich auch nicht. Ey, wir haben so viel Marmor in der Kiste. Ich glaube knapp 400 Stück. Den wollen wir auch nicht haben. Dann glaube ich, können wir so langsam wieder Richtung Heimat. Können wir mal versuchen, ob wir da rüberkommen. Ich glaube es aber nicht. Also so eh nicht. Gut, dann können wir Richtung Heimat uns umziehen. Und dann rushen wir nochmal durch den Sandkasten, oder? Sollten wir doch recht schnell hinbekommen. Ja, war ja klar. Deswegen, die fange ich hier nicht gerne. Das mache ich im Rohr, wenn ich welche brauche. Gehen wir da nochmal hoch oder eigentlich brauche ich den Mist nicht? Ist eigentlich nur Zeitverschwendung. Hier noch irgendwas? Ah, wir haben doch Jungspinne, oder? Jungspinne. Den ganzen Kram brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Naja. Jungspinne haben wir. Mal gucken, ob hier oben noch irgendwas Wichtiges, würzige Kram brauchen wir auch nicht. Punkte brauchen wir auch nicht. Larve brauchen wir auch nicht. Dann bleibt uns jetzt noch Sandkasten. Punkte brauchen wir auch nicht. Wie viel Uhr haben wir denn? Kann ich ohne Brutzelschutz da jetzt rein? Wir haben 12 Uhr, also das dauert. Das dauert, bis wir da rein können. Mist. Aber die Wolfis holen wir uns noch. Ja, das war zu früh geblockt. Haben wir. Komm, Nummer 2 auch noch. Und dann holen wir uns Nummer 3 hier vorne auch noch gleich. Wenn schon, denn schon, oder? Macht schon Sinn. Und dann geht's nochmal in den Sandkasten. Ja, nur
600 Punkte, na gut. Aber wir haben die 5000 bald voll. Ich glaube, wir können bald duplizieren. Ich bin halt nicht sicher, ob das 5000 oder 7500 waren oder noch mehr. Ich weiß es nicht genau. Werden wir sehen. Jetzt erstmal schnell heim. Ohne Moskito. Ah, mit Moskito. Blöde Mistviecher. So, hier gibt es auch keine Zähne mehr. Aber die nehmen wir mit. Jetzt haben wir noch einen Bombi hier. Ich glaube, ich spinne. Wir wollen doch nur Spinnchen haben. Drei Stück noch. Laufen wir hier lang? Dann kriegen wir die drei auch noch. Eins. Zwei. Und die letzte noch. Oh, das ist auch noch so eine. Für was habe ich eigentlich das Katana mitgenommen, wenn ich es gar nicht benutze? Naja. Wir haben alles abgeschlossen, haben. Gut, dann schnappen wir uns jetzt den Snack und laufen mal ins Labor und gucken, ob wir den duplizieren können. Im äußersten Notfall sind wir nur schlau draus geworden und wissen, wie viele Punkte wir insgesamt brauchen. Nein! Was machst du denn, Mädel? Alles weg. Komm, den drücken wir uns noch rein. Die anderen hängen wir mal auf. Ach, da. Mit dem anderen Mist ist die Kiste wieder voll. Das heißt, Tiere 3, zack, zack. Ja, komm, Spinnengedöns mit rein, das mit rein. Das Katana kann wieder weg, das haben wir eh umsonst dabei gehabt. Dann müsste ich nochmal irgendwas an Heilung mitnehmen. Ist ja egal was, Hauptsache Heilung. So, die nochmal reparieren. Die hat gerade ganz schön Schaden abgekriegt. Dann holen wir uns den Snack und gucken mal, ob wir den duplizieren können. Ich glaube es nicht. Ich glaube, der kostet viel mehr. Ah, können wir aber abkürzen. Nehmen wir die. Ah, das war die falsche, aber egal. Können wir hier abspringen. Ich wollte eigentlich die da erreichen. Aber na gut. So, mal gucken, was uns der Kram kostet.
Der kostet ja nur 1000. Haben wir uns gleich zwei Stück davon. Sicher ist sicher, ne? Können wir schon Quests annehmen wieder? Nö. Ja, cool. Nur ein Tausender. Dann geht's ja. Da macht's wirklich keinen Sinn, sich das jedes Mal neu zu farmen. Da ist echt für ein Tausender... Ey, da kloppt mir drei Viecherplatten, dann hat man die 1000 zusammen. Da kann man nichts sagen. Jetzt würde ich ja gern bei der Brutmutter mal reingehen und mal antesten. Aber wenn wir jetzt schon unsere Tränke alle verballern, dann dauert es umso länger, dass wir die wieder haben. Also macht kaum oder gar keinen Sinn. So, wir haben nichts, okay. Nur den Bosskram. Dann brauchen wir Fusselseil. Dann müssen wir nochmal Minze brennen. Zwei Stück, ja gut, dann haben wir wenigstens fünf Stück schon mal. Und sicherheitshalber nehmen wir die mit. Ich glaube, die Marienkäferrüstung brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann gehen wir nochmal in den Sandkasten. Da wäre noch ganz gut... Nehmen wir uns das mal mit. Trinken haben wir. Heilung haben wir auch irgendwo. Ameisenlöwen sind halt, ne? Na komm, das müsste reichen. Und heil. Obwohl, wir nehmen den 10er-Slot Heilung mit. Wir haben ja hier 10 Stück gehabt, genau. So, das dahin, das dahin. Dann nehmen wir nochmal Essen mit, ganz wichtig. Und ab in der Sandkasten, da wird es jetzt dunkel sein, aber das ist nochmal für uns ein Vorteil. Können wir eigentlich hier das Gedöns auch noch hochleveln? Ach, guck mal an. Das machen wir doch gerade mal. Weil da haben wir genug Scheiße dafür da. Da haben wir mehr wie genug Zeugs. Ja. Pass mal auf. So, das heißt, wir fangen da an. Ups. Der hat zu schnell geklickt, aber nicht schlimm. Ist ja eh nur für... Ach, da ist die Durstrate tiefer. Ne? Das ist wurscht. So, geht doch. Zack, weil guckt euch das mal an. Also von denen zum Rüstungen leveln haben wir mehr wie genug da. Mehr wie genug. Okay, dann. Was sagt die Uhr? 10 Minuten noch? Okay, dann. Sandkasten. Rennen wir schnell durch. Da müsste ich mir auch mal eine Seilbahn hinbauen. Schnell jedes Mal beim Picknicktisch muss. Thank you.
Na auf. Brauche noch sau viel Minze. Also Schild müssten wir jetzt herstellen können. Ich glaube, da haben wir genug Zeugs dafür jetzt. Aber den Säbel, den würde ich am liebsten eigentlich auf Stufe 9 haben, bevor wir da reingehen. Deswegen, da müssen wir mal gucken. Oder wollen wir uns die Minze duplizieren? Oder die Minzbarren duplizieren? Wenn es nicht zu teuer ist, macht das vielleicht Sinn. Da kommen wir auch schnell voran. Weil ihr habt ja gesehen, die Missionen gehen recht schnell. Weil man weiß, wo man was findet. Man rennt hin, klatscht die Viecher schnell und dann ist man durch. Dann. Gehen wir erstmal hinten in die Burg. Gucken, dass wir da die eine oder andere Kiste ausbuddeln können. Vielleicht 3 Stück. Wollt ihr mich? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn da los? Die haut da durch. Was ist denn da jetzt verkehrt? Mistviecher. So, jetzt wäre es schön, wenn wir auch die Kisten finden würden. Das Problem ist, die blinken halt im Dunkeln nicht mehr. Das kann ja nicht sein. Haben sie das wieder geändert, so dass es nur noch siehst, wenn sie aufblinken, oder wie? Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, dann können wir schlafen und müssen hier durch die Sonne. Ja, dann machen wir das. Gehen wir pennen. Essen, trinken haben wir genug da. Sollte kein Problem sein. Feeling refreshed. So, normalerweise ist hier nämlich eine Kiste. Okay, die ist nicht da. Oh, kann das vielleicht sein, dass momentan keine Kisten da sind? Hier ist auch eine. Da ist eine. Oh, sogar Minze. Sehr gut. Jetzt muss ich nochmal da vorne gucken. Normalerweise ist hier irgendwo was. Mach den Mist doch mal weg. Hier ist aber diesmal nichts. Und ich war schon lange nicht mehr hier am Sandkasten zugange.
Dann gehen wir nochmal in die Burg. Gehen wir da nochmal gucken. Hier blinkt aber auch nichts. Das gibt's doch gar nicht. Ich möchte Minze haben. Oh, Idee. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Mann, oh Mann, oh Mann. Machen wir mal jetzt noch was anderes. Ich denke da normal nämlich nicht dran. Aber wir können ja. Wo haben wir sie denn? Minze, 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 Minze. Minzstück. Also laut Dingensgedöns direkt vor mir. Komisch, jetzt ist er da. Mom would kill me if I lost this. Das müsste der gewesen sein. Move along, Aunt. Dann gehen wir dahin. Tja, zur falschen Zeit am falschen Ort nennt man das. So, die nächste könnte in der Höhle sein. Gucken. Nee, da liegt sie. Unten der. Hallo? Okay. Ich weiß, wir sind am Brutzeln, aber passiert. Wegpunkt platzieren, zack. Und dann nochmal gucken. Okay, das scheint in der Höhle zu sein. Okay. Dann haben wir da oben den noch. Der ist nicht in der Höhle. Der ist schon immer da am Rand. Muss jetzt hier sein. Da. Dreizehn Minzstücke schon. Ist doch cool, oder? Holen wir uns den noch.
könnte auch in der Höhle sein. Oh, dann holen wir uns den da. Ah, das ist Marmor, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ah ja, nehmen wir mit. Gut, dann haben wir... Doch, da hat doch was geglänzt. Das war aber keine Minze. Okay, dann gehen wir da noch hin. Die letzten zwei. Also durch die Höhlen will ich jetzt nicht. Bis wir uns da durchgekämpft haben. Nee, auf die eine oder andere Minze kommt es nicht drauf an. So sind wir doch auch schnell durch. Müssen wir nur noch mal gucken. Hier müsste doch etwas sein. Das gibt's doch gar nicht. Da. Nochmal drei Stück. Und dann holen wir uns noch den da. Ja, 17 Minze. Das ist doch schon mal was. Das heißt, jetzt nichts wie heim. Ey, die können so nerven, die Viecher. Aber wir haben es. 17 Stück. Könnte gerade so reichen, dass wir auf Stufe 7 oder 8 kommen. Ich glaube, wir brauchen jetzt 5, dann brauchen wir 10, sind 15. Und dann kommen, glaube ich, schon die oberen, die Juwelen, die Minzjuwelen, genau. Glaube ich. Und Minzjuwele habe ich da. Das heißt, die könnten wir eventuell dann duplizieren. Macht vielleicht Sinn. Das heißt, wir nehmen uns den Gedöns mal mit. Und den Gedöns. Dann trinken wir mal was. Dann das raus. Die brauchen wir auch. Können wir schon mal Schild herstellen. Schild, 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 Schild. Hammer. Ich schmeiß das jetzt beim Boss mit rein, dass es kein Durcheinander gibt. So, und die wollen wir auch mitnehmen. Schmeißen wir auch beim Boss mit rein. Zack. Und dann geht das nämlich nicht vergessen. Das legen wir auch beim Boss mit rein. So, dann drücken wir mal N für alles in Müll, weg. Und dann Material kann weg, kann weg. Dann können wir einmal das Schwert weiter leveln. Einmal müsste jetzt schon gehen. Yep. So, und jetzt sind es nochmal 10, ne? Ja. Das heißt, hier haben wir 5, da haben wir 4. Oh oh, da fehlt uns sogar noch einer. Mist. Müssen wir duplizieren. Nett schon wieder. Aber gut, ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ihr kennt ja das Spielchen.
Wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren, ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also, bis denn und tschüss.